Welt da draußen. Ja, ihr habt es zwar immer verlangt und ich habe es irgendwie in letzter Zeit gar nicht gemacht, ein Outfit of the Day Video. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich so in die Uni gehe. Also ganz casual und bequem. Heute war ich zwar nicht in der Uni, weil ich beim Arzt war, was übrigens ziemlich witzig war, weil nämlich die Uni ausgefallen ist. Ich hätte mich also grün und blau geärgert, wäre ich hingegangen. Da wäre ich nämlich lange Zug gefahren für nix. So, jetzt aber zum Thema Outfit of the Day. So, was hatte ich heute an? Ich hatte heute an so ein ganz normales, überlanges Shirt von H&M. Kriegt man ja jetzt im Moment überall. Hauptsache es geht über den Pöbel. Dann eine ganz normale Jeans. Das ist jetzt eine helle Waschung. Und dann diese Dings, wie heißen die denn? Cowboy-Stiefel, Stiefeletten. Dann habe ich noch an so ein silbernes Armreifen-Ding. Ein silbernen Armreif. Ein Haargummi, damit ich mir immer, wenn meine Haare mir auf die Nerven gehen, die auch zusammenbinden kann. Und weil es ja doch noch ein bisschen frühlingshaft draußen ist, ein Jäckchen. Kriegt man auch bei H&M so 10 Euro. Die Ärmel sind noch falsch rum reingesteckt. Moment. So, ja, jetzt. Und dann kann man sich das nämlich, wenn es einem frisch wird, zack, wo ist der zweite Arm? Da. So, hat man dann nämlich ein bisschen wärmer. So, so sehe ich dann also aus. So, zack, zack. Und das Beste an den überlangen Oberteilen ist, dass der Pöbel versteckt ist. Glaube ich, habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ist aber wichtig, wenn man älter wird und sich der Körper ein bisschen verändert. So, ja. Auf den Nägeln habe ich einen Tupfarmenlack, wie ihr seht. Das ist From Dusk to Dawn aus der Catrice Nagellack-Kollektion. Bin ich sehr begeistert. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Aber es würde auch ein sehr schöner pfirsichfarbener Lack, wie zum Beispiel Essistar Deco Catrice Lack in Ice Cream Peach oder eben Peachy Keen von China Glaze passen. Ja, Augen, Brauen, nichts Besonderes, Lippen, rosa. Ja, das war mein Casual, ich gehe zur Uni und will es bequem haben Outfit. Ja, ich hoffe, es konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Die Klamotten sind alle von H&M, bis auf der Unabuts, alles H&M. Schuhe sind aus einem Billigladen für 8 Euro. Ja. Ich habe lieber viel zum Anziehen und es soll günstig sein. Bis auf Einzelteile, da darf ruhig dann Qualität ran. Aber auch nur bei verschiedenen Sachen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Jacke gibt es jetzt im Moment bei H&M für 10 Euro. Das Oberteil in vielen, vielen verschiedenen Farben für 14 Euro. Die Butz hat 20 Euro gekostet. Das war's also schon von mir. Macht es gut, habt einen schönen Tag. Vergiss nicht mein Twitter, mein Formspring und meinen Blog. Da wird bald wieder was kommen.